blinded me with science. Du kennst das Video. Das Video. Das Video war Thomas Dolby. Genauso sah der aus im Video. Ganz genauso. Ich kann die Videos nicht mehr erinnern. She blinded me with science. Was? Man muss sich ein Ziel setzen. Man braucht ja zumindest mal so ein Ideal. Und wir haben das Gefühl, dass bei vielen das Ideal nicht da ist. Und haben wir gedacht, wir machen mal uns eins. Oder ich mache mir eins. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Aber so vom Gefühl her haben die es auch. Er gibt es nicht so gern zu. Aber ja, er hat es. Ich tarne das, Dietrich hat es. Ich tarne das, aber ich fände es seltsam, ehrlich gesagt, politische Satire zu machen, die sich über Missstände aufzuregen, ohne nicht vielleicht einen Wunsch, der muss ja, egal wie brennend der ist, vielleicht irgendwas zur Position zu wenden, sonst sollte man das, glaube ich, nicht unbedingt, oder? Ja. Kann man das machen? Man kann es wahrscheinlich auch ohne machen, du oder? Du kannst es als Karriere, es gibt es als Karriere-Schritt. Fragen Sie es in 15 Jahren nochmal, wir machen es ohne, ja. Wer weiß. Ja, ja. Also ich habe mal einen älteren Kollegen gefahren, der hat dann irgendwann gesagt, ach, die Wut überlasse ich den Jungen. Wenn es soweit ist, hoffe ich, dass ich den Mut habe, von der Bühne zu gehen. Diese Motivation, eben Diskussionen anzureden, da wo sie noch nicht gibt. Also ja. Leuten eine Stimme zu geben, die keine haben, das ist schon eine unglaubliche Motivation. Also da sehe ich mich, da merkt, macht so ein Thema plötzlich Spaß. Man merkt, da wird nicht drüber gesprochen. Ja. Komm, lass uns das haben. Lass uns demjenigen eine Stimme geben, ob das jetzt Argyris von Touris ist oder eben hier in der Rentendiskussion der Altersarmut von Frauen. Das finde ich eigentlich das Schöne daran. Man kann an das Thema rangehen, wie man will. Ich habe auch Verständnis für manche Argumente der Gegenseite. Aber die Berichterstattung war gerade beim Ukraine-Konflikt. Und hat eine Weile gedauert, bis das auch größere Medien mal zugegeben haben. Doch relativ einseitig, finde ich. Und dann muss man das auch mal diskutieren. Und das hat ja nichts mit Putin verstehen zu tun. Weil es schon ein bizarrer Vorwurf ist, jemanden verstehen zu wollen. Aber ja, natürlich, es gibt Diskussionen, die medial, finde ich, ich meine nicht, dass da eine große Strategie dahinter ist, eine Verschwörungstheorie, sondern ganz bestimmte Themen werden von ganz bestimmten Leuten aus demselben Blickwinkel betrachtet, weil sie ein Interesse an dieser Sache haben. Und da fällt die andere Sichtweise einfach hinten runter. Ja. Ja, das ist immer so blöd. Ich bin ja selber Journalist und habe auch 20 Jahre gearbeitet. Und ich habe da auch angefangen. Also, das ist eher so die Liebe zum Metier, die Enttäuschung, die ist umso größer, wenn man weiß, was er kann. Wenn man weiß, was Journalismus kann. Wenn man weiß, was es für gute Kollegen gibt. Du kennst einige. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass die Stimmen nicht durchkommen, dann möchte man wissen, wo ist der. Gar nicht jetzt mal nur von der Position, sondern einfach von der Abbildung von Problemen, von der Darstellung von Sachverhalten. Warum ist das immer so viel uninteressanter, als sich so auf einzelne Personen zu stürzen und die wie Varoufakis, Putin so dermaßen hoch zu jazzen, als würde sich die ganze Welt an Charakteren festmachen, statt sich einfach mal Problemlagen anzuschauen. Und das ist offenbar zu anstrengend, zu langweilig, zu wenig geklickt, ich weiß es nicht. Ja, und es war dann schon auch ein bisschen überraschend, finde ich, wie gestandene Journalisten, wie empfindlich und beleidigt die reagieren, finde ich. Also was für beleidigt, wir sprechen gar nicht von den Klagen, die wir hatten, sondern auch so, finde ich, in manchen Kommentaren war Kritik am Journalismus so was völlig Neues. So nach dem Motto, das ist ja unerhört, Majestätsbeleidigung, wo ich mir sage, man kann die andere Meinung mal anhören und dann sich mit der argumentativ auseinandersetzen. Aber es wurde dann ziemlich persönlich, finde ich, und Leute wurden dann sozusagen als Putin-Trolle oder irgendwas anderes mal grundsätzlich beschimpft und in die Ecke gestellt. Und das war dann schon ein bisschen. Die Grenze wurde vermischt zwischen diesem Lügenpressenvorwurf und einer Medienkritik, die notwendig ist. Das ist ja einfach auch, wer überwacht die Wächter? Ja. Das ist ja so ein blinder Fleck im Journalismus. Natürlich, wenn ich die ganze Zeit beobachte und diese Beobachtung erzähle, dann beobachte ich mich nicht selbst. Ja. Gut, und dann muss man damit rechnen, dass irgendwann jemand kommt und sind plötzlich wir, die dann halt diesen blinden Fleck betrachten. Und das sollte man ja eigentlich als. Qualitätssteigerung betrachten. Das ist nur eine Einladung zur Diskussion eigentlich. Ne? Ja, eigentlich wir wollten zur Diskussion. Das ist ein Gastgeber. Einladen. Gastgeber auf einer Diskussionsebene, würde ich sagen. Das ist toll, muss ich sagen. Tolle Zeitung, neue Zürcher Zeitung. Ich hab's jetzt abonniert. Und aber das ist natürlich schon ein Zeichen oder sagen wir mal erstaunlich, wenn eine doch eigentlich relativ konservative Tageszeitung wie der Neue Zürcher, die auch guten Journalismus macht und manchmal Dinge schreibt, wo sie einem die Haare, wie auch immer. Aber wenn die sozusagen das Satireformat mal ernst nimmt und sagt, da kann irgendwas, vielleicht stimmt doch was nicht, vielleicht ist da was, vielleicht machen wir was falsch oder es geht in eine Richtung, die nicht ganz ideal läuft, dann ist das erstaunlich. Ja, umso schlimmer ist, weil wir drei sind einfach nur wir drei. Also das sind jetzt drei Leute, die angeblich den Journalismus verbessern. Also
Wenn das schon reicht, um den Journalismus irgendwie herauszufordern, dann sieht es allerdings wirklich schlecht aus. Aber wir hatten schon das Gefühl, warum haben wir investigativen, das Kabarett, ja, ist ja, genau, also es war ein Begriff. Und es waren natürlich auch nicht nur wir, es waren ja die Berichterstattung, gerade die Berichterstattung Ukraine, muss man sagen, war ja im Internet, wie viele Leute sind auf uns zugekommen nach der Sendung oder kommen nach Vorstellungen zu uns und sagen, das stimmt, ich finde meine Meinung da nicht, was ist denn da los? Das kann doch nicht sein, dass es nur diese eine Seite gibt, die da monatelang bedient wird. Und das ist ein Unbehagen, das sich bei den Leuten Bahn bricht. Und das gab es früher so in der Form nicht, finde ich. Aber ich finde es schon spannend, dass man eben, wie gesagt, das Wort investigativ benutzt dafür, dass wir uns halt mal eine Quelle angeschaut haben. Also ja. Quellen, die sehr oberflächlich die da sind. Die auch von Journalisten häufig kommen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir schon, aber auch manchmal eine Doktorarbeit. Ja, also. Der Höhepunkt unserer Karriere war, dass jetzt ein ARD-Politmagazin bei uns angerufen hat und unsere Quellen haben wollte, weil sie gern ein Stück machen wollen, wo ich dann nach unserer Griechenland-Sendung, wo ich dann denke, wow, also wir haben eigentlich wirklich, wir machen keine Primärrecherche, wir sammeln Literatur. Wir sind nicht vor Ort, wir sind zu dritt. Ja. Wir können uns jetzt auch nicht ins Donetsk-Becken stellen oder nach Athen und dort Wirtschaftsberichte prüfen. Sondern ich glaube, das entsteht eher durch die Zusammenschau von Quellen und auch unter einem bestimmten Blickwinkel, dass plötzlich die Leute sagen, wow, das ist ja ein ganz anderer Zusammenhang. Ja. Und während diese Wiederholung des Immergleichen, was du ja heute auch in dem Thema hattest mit Varoufakis, jetzt die neue Reform, jetzt kommt wieder, die war wieder falsch, man erfährt gar nicht mehr, um was es eigentlich geht. Es geht nur noch um Listen und irgendjemand ist unzufrieden. Und diese Art von komischer Dauermühle, die völlig inhaltsleer vor sich hinläuft. Und wenn du da dann plötzlich einfach mal eine Dreiviertelstunde Inhalte präsentierst, dann sind die Leute schon ganz hoch.